München, wer wird Shopping Queen der bayerischen Landeshauptstadt? Modeschöpfer Guido Maria Kretschmar, 58, will in dieser Woche eine Handtasche in Szene gesetzt sehen. Taschentalent, beweise mit deiner kreativen Taschenkombi modisches Geschick, lautet das Motto. Dafür bekommen die Kandidatinnen eine Tasche mit zwei möglichen Klappen. Je nach Auswahl müssen sie sich für einen Look entscheiden. Am Tag 2 will Sängerin Linda, 68, ihr Können unter Beweis stellen. Der älteren Generation könnte sie bekannt vorkommen, denn früher war sie Mitglied der 80er Girlgroup The Flirts. Bei ihrer Shoppingtour wird sie von Freundin Nicole, 52, begleitet. Für Linda ist schnell klar, dass sie ihr Outfit zur schlichteren Version der Tasche mit roséfarbener Klappe stylen möchte. Im Laden fällt ihr dazu ein brauner Mantel ins Auge. In Kombination mit einer Korthose erkennt Guido sofort, den Look tragen viele Männer in Blankenese. Für Linda ist schnell klar, dass sie ihr Outfit zur schlichteren Version der Tasche mit roséfarbener Klappe stylen möchte. Im Laden fällt ihr dazu ein brauner Mantel ins Auge. In Kombination mit einer Korthose erkennt Guido sofort, den Look tragen viele Männer in Blankenese. Am Ende entscheidet sich Linda für Mantel, Pulli und Rock, dazu gibt's Schmuck in Holzoptik. Man sieht eine Frau, die Natur mag und trotzdem gestylt ist, erklärt der Experte den Look. Von den anderen Teilnehmerinnen bekommt sie dafür 36 Punkte und liegt damit vor Caroline, die beim Wochenauftakt 34 Punkte abgestaubt hatte. Auf Guidos Urteil müssen die beiden bis zum Freitag warten. In der nächsten Folge versucht Alexandra, 45, das Motto umzusetzen. Shopping Queen läuft montags bis freitags um 15 Uhr bei Vox. Alle Folgen sind auch im Stream bei RTL Plus abrufbar.